Was geht, liebe Bros und Brosinen, und willkommen zurück zu The Ruined King League of Legends Story. Willkommen zurück. Wir sind ja auf dem Weg zum Archiv, aber vorher, bevor wir uns irgendwo hinbegeben, heilen. Ganz, ganz wichtig. Denn das letzte Mal hatten wir diese zwei, also einmal... Kannst einen von diesen verstärkten mittleren Heiltränken, kannst du Pike geben und danach, glaube ich, ein bis zwei Gruppen Heals. Das ist effizient. Okay, ein Gruppenheal. Gruppenheal, da. Okay, da haben wir nur die mittelstarken. Ja, aber... Schwache. Ja, machen wir schwacher. Schwach ist gut. Oh, schwach ist doch nicht so gut. Ich denke, den letzten kann ich auch noch mit reinballern, oder? Ja. Ja, das reicht erstmal. Ja. Wir haben ja auch noch Ilari, die wieder heilen kann. Genau, also das letzte Mal wurde ich halt böse überrascht von den Geviechern. Präventivschlag! Ja, jetzt haben wir dich bemerkt, wo du gerade zuschlägst, weißt du? Du musst die zwei von Assassinen. Das ist natürlich jabei. Solange es nicht wieder diese Selbstmordviecher sind, fühle ich mich ganz gut. Also ich kann am besten mal direkt Braum heilen. Genau. Ich würde es auf der Schadenslay machen, damit er den optimalen hier bekommt. Piper arbeitet weiter. Ich kann ihn gleich dann exekutieren. Das bist du wieder. Oder auch nicht, ja, Schild. Der Dreckige, ha? Ein Schild von 355, das ist schon... Das ist schon Baumniveau. Ja. Jetzt muss natürlich das Ding erstmal auch runtergeballert werden. Aber gut, Blut und Giftung hilft natürlich auch sehr gut. Sehr schön, sehr, sehr schön. Wir brauchen alle, von denen wir Hilfe brauchen. Nicht du. Ich denke mal, das weitere Verteidigen kann er übernehmen. Ist die Frage, soll ich jetzt vielleicht schon die Ultimate machen, damit ich den Damage auf die verteile? Kannst du natürlich machen. Mal kicken, wie es wirkt. Der eine ist schon mal tot. So. Ilaoi sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja. Muss ich jetzt nicht unbedingt selbst heilen. Also kann sie... Also mana-mäßig. Mana hat sie auch genug. Also kann sie auch mal ein bisschen Schaden austeilen. Nice. Braun sieht auch noch gut aus. Sehr viel wird die Kollegin nicht mehr machen können. Erledigen wir das Sache mal mit Auto-Attacks. Ja. Spart Mana und bringt uns zum Ziel. Und verlassen und verdaut. So, da haben wir Krüge. Eine große Tür. Lass uns am besten mal vorher hier speichern. Ist nur so ein Gefühl. Das ist eine gute Idee. Ich bin voll von guter Idee. Abracadabra, wo sind wir? Freunde, wenn wir noch auf den Schatten sind. Okay. So viel zu lesen. Schwarze Nebel, der den Raum erfüllt hat, diese Bücher in einem seltsamen Zustand zwischen Verfall und Konservierung erhalten. Die Titel: Eine kurze Historie der Ruhm und Anmerkung zur Arkanokratie sind jetzt bedeutungslos. Ja.
Wieder diese Worte. Also die deine Fächer zu lesen, muss man nur ein bisschen feigen, glaube ich. Ja, nee, ich soll's lassen. Im Gegensatz zum Rest des Ladens wurde diese Bibliothek rund um Schutzzauber, Illusionsbarrieren und Abwehr von Flüchen von vorn bis hinten durchwühlt. Könnte natürlich irgendwie ein Hinweis auf diese Truppe sein, die hier gestrandet war. Ja. Da ist noch etwas, was man zwei Sachen sogar zum Untersuchen. So, beim Pergamentfetzen auf dem Tisch steht, nicht vergessen, A zwischen den Bs, C an dritter Stelle, Natur über alles. A zwischen den Bs, C an dritter Stelle, Natur über alles. Sicher, Natur, nicht Shurima? Oder Noxus? Nee, Noxus wird sich nur erheben. Die Bücher auf diesem Regal mit den Titeln Favoriten der Bibliothekare wurden im Gegensatz zu den anderen Objekten in der Akademie ordentlich alphabetisch sortiert. Vielleicht solltest du dir noch einmal anschauen. Ja. Was passiert dann? Ja, das, was wir gelernt haben, okay. Gerade. A vor den beiden Bs. Und Natur über alles. Oder? Nee, Moment. Kannst du aber den ja. Hinweis lesen? Ja, Moment. Nicht vergessen, A. Das C an dritter Stelle. A zwischen den beiden Bs. Okay, ja. Natur über alles. Also ganz oben Natur. Ja. Das C an dritter Stelle, A zwischen den Bs. Ja, das heißt, das zweite B kommt ganz zum Schluss. So, Achso, wir müssen sie jetzt hier rausziehen, ne? Mhm, ja. Also, das dritte zuerst, weil das ist Natur. So, dann Arcana Almanach. Dann Chroniken der Streiche. Und dann das letzte. Nee, hä? War nicht richtig? Das war wohl nicht aber, die das, richtige Rangfolge. Aber das C war doch an dritter Stelle. Okay, man kann es zum Glück okay. Nochmal neu machen. Gut, Bergmeise oder Wüstenfink ist auf jeden Fall das erste. Okay, mach mal. Zack. Ja, das auch raus. Weil das ist somit zwischen den beiden Bs. Ich schätze, dann muss das zweite dann jetzt auch raus. Genau, und dann Chronik der Streiche zuletzt. Das war's ja. Auch nicht. Hä? Was? Echt? Ich bin doof. Balance zwischen Natur und Wesen hat mehr mit Natur zu tun als Bergweise und Wüstenfliegen. Ich habe immer nur die ersten Worte gelesen mit Bergweise. Okay, Natur. So ist. Okay. Das zuerst. So, Natur. Arkan. Das zweite B. Und die Chronik. Nee, falsch. Nee, das war mein. My bad. So. So, jetzt das A. Als drittes das C. Und das letzte B. Genau. Ta-ta-ta-ta. Ja, eine lange Zelda-Erfahrung. Ich wollte es auch genau dasselbe gerade sagen. Sehr schön. Nice. Good job. Aber hier lesen bildet. Gibt diesmal sogar richtig Sinn, das Sprichwort. Die Bücher auf diesem Regal sind von Staub kaum mehr als solche zu erkennen. Beim genauen Hinsehen lässt sich nur ein Titel entziffern. Varianten der Xenoglossie. Dankeschön. Unter dem, was da ja. Was das wohl heißen mag. Ja, das werden wir nie erfahren. Glossa ist halt immer sozusagen eine Legende, eine Erklärung. Xenoglossie, schätze ich, wird dann die Oberrassen sein und die Varianten dann die Unterrassen zum Beispiel. Mhm. Also Vastaya kommen ja in vielen verschiedenen Formen, sind ja auch alles Nachfahren von dem Vastaya Shirei. Ist komplex. Oh, a big Truhe. A big Truhe und a Geschichte.
I like it. Und Krug. So, vier Ansichten über das Gewölbe der Amseln, Teil 2. Teil 1 haben wir noch nicht gelesen. Der Nordwind streichelt das Riesen Gesicht. Er beobachtet Amseln in der Ferne. Tyro Eurydice, Absatz 3 aus vier Ansichten über das Gewölbe der Amseln. Ein Schatten fällt vom Südwesten herein. Das dunkle Gewölbe umschmiegt jeden flatternden Flügel. Derselbe Typ, Absatz 4, aus vier Ansichten über das Gewölbe der Amseln. Ich werde mal ganz kurz das mit meinem Smartphone abfotografieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wir das möglicherweise dann brauchen. Nein, ich will kein Selfie machen. So. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, das klingt auch schon wieder wie so eine Anleitung für ein Rätsel. Ja, ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass das was mit dem Vorlesungssaal zu tun hat. Gut, hab's fotografiert. Können wir weitermachen. Okay. Und jetzt? Wenn ihr überlegt, die ganzen Spiele damals auf dem N64, Super Nintendo und so weiter, PlayStation 3, habe ich doch, da bin ich doch zurückgegangen, um sowas nachzulesen, ne? Da hatte ich doch kein Smartphone. Okay, neue Waffe für Eloy, Ekelschlunz-Tribut. Es würde ihr mehr Leben, mehr Angriff geben. Sie hätte... Ekelschlund. Twisted Tree Line. Aber der hat noch eine weitere Fähigkeit, Gotze mit fortsetzen, die sich zu bewegen scheint. Vergiftung besteht eine Prozentschaft von 20% bei einem Treffer, das Ziel mit Gift zu überlegen. Ja. Ist auf jeden Fall besser als das derzeitige Ding. Ja, safe. Ein bisschen Damage kommt jetzt gerade sehr gelegen, ja. Da wir halt alles nur Pike haben. Und eine neue Schulterplatte für Braum, die nochmal krasser ist. Das ist immer gut. Ja, hat sich doch gelohnt, dass wir erst ins Archiv gegangen sind. Yep. Dann lass uns raus. Wieder zurück. So, und wenn das jetzt Devil May Cry gewesen wäre, wäre hier alles voller Gegner. Und einer roten Hand. Und Boss-Music. Oder generell Fight-Music, nicht Boss. So, haben wir hier wieder unseren Kollegen, der hier patrouilliert? Nö. Ne, wir haben ja nicht resettet oder so. Also der ist deleted erstmal. Da hinten ist schon wieder ein Kollege. So, hier sind ganz viele Bücher. Mal gucken, was davon ist readable, was nicht. Okay, da ist auch giftiger Nebel. Du willst doch nicht scannen, oder? Ich wollte erst den Kampf machen, damit der erstmal weg ist. So, diesmal haben wir keine zwei Explodierviecher, aber eine suizidale Frau. Geisterfrau. Uncool und so. Ist die Frage, will sie überhaupt als Frau identifiziert werden? Ja, da steht Matrosin, also das ist schon so ein kleiner Indikator. Die Dame sieht sich weiblich. Ohne Spaß, also muss dazu sagen, Freunde, ne? Während Dennis jetzt hier beim Kämpfen ist, war ehrlich meine Meinung dazu. Ich persönlich, kannte das mit dem Gendern ja sowieso schon aus meinem Berufszweig und ich finde das auch richtig und auch wichtig, dass man Menschen in ihrer Persönlichkeit anerkennt, so wie sie sich fühlen und auch erkannt werden möchten, so sollte man sie dann halt auch anreden. Das ist schon richtig. Aber ich finde, man übertreibt mittlerweile einfach wirklich maßgeblich mit der ganzen Geschichte. Als kleines Beispiel, ich finde das völlig okay, wenn ihr in der E-Mail zum Beispiel schreibt, bei der Bewerbung oder so, sehr geehrte Damen und Herren. Ihr wisst nicht, wer euer Gegenüber ist, weil ihr diese Firma nicht kennt, weil ihr darüber gelesen habt, das Jobangebot gesehen habt, so was weiß ich. Und weil ihr nicht schreiben wollt, wenn ungewiss, weil das ist extrem veraltet, schreibt ihr natürlich, sehr geehrte Damen und Herren. So, wenn sich da jetzt jemand auf Fälle fühlt, weil er sich ein Apache-Kampfhubschrauber sieht, wie man so gerne sagt, das kannst du nicht wissen. Du hast ihm ja das nicht persönlich gesagt, ich akzeptiere das nicht, dass du dich als was anderes siehst, sondern ich habe die Allgemeinheit angesprochen. So, und... Ne, also wirklich, ohne das jetzt respektlos zu meinen, wenn ihr eine große Masse ansprechen wollt, finde ich, ist das immer noch vertretbar, dass man halt von Damen und Herren spricht, beziehungsweise von den beiden verbreiteten Geschlechtern, die nun mal biologisch existieren auf dieser Welt. Was nicht heißen soll, dass ich in irgendeiner Form LGBTQ niedermachen möchte oder sonstiges, überhaupt nicht. Ich finde es auch gut, dass es immer wieder Events gibt, um diese Organisation, also sag ich mal, diese Bewegung zu stärken. Ich möchte nur einfach nicht, dass wir
in der Gesellschaft auch weiter diese ganze Scheiße verfolgen wird, dass wir aus jeder Mücke einen Elefant machen müssen. Vor allen Dingen, weil wir manchmal politisch sehr viel wichtigere Dinge haben, die im Fokus stehen sollten, und dann wird über so etwas, Entschuldigung, wenn das jetzt irgendjemand offendet, Triviales diskutiert. So. So kann man auch einen Kampf überbrücken. Jo. Und potenziell seinen einzigen Viewer, den man hat, auch noch verschrecken. Keine Ahnung. Na, aber ich muss wirklich sagen, mit der Ansicht, ich stehe da voll und ganz hinter dir. Also ich respektiere auch die Leute. Oh mein Gott. Die Typen mit der großen Axt respektiere ich nicht so sehr. Und ich habe auch sehr viele Menschen getroffen, mit denen ich auch, ich sag mal, auch gut umgehen kann. Aber es gibt halt auch diese Extremfälle, wo du dir manchmal denkst, dass du mit dem Kopf gegen eine Wand ballerst. Das gibt es überall. Das gibt es halt auch wirklich bei dem Thema Emanzipation, Feminismus. Ich bin ja beruflich bedingt sowieso immer eher in der Minderheit als Mann in dieser Sparte sozialen Berufs. Aber ich habe darüber auch schon mit anderen Frauen diskutiert und tatsächlich sehen das viele genauso. Die finden es auch eher kontraproduktiv und unterschreiben das auch nicht und mögen es auch überhaupt nicht, wenn man diese extremen Männerhasse hat, die alles, was irgendwie was zwischen den beiden hat, als das Böse der Welt verschreien. Aber ich habe sehr oft das Gefühl, ne, wenn du auf solche Personen triffst, dass die dich einfach grundlos hassen, weil du halt männlich bist. Mhm. Es tut mir sehr leid, wenn du schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hast. Das heißt aber trotzdem nicht, dass alle Männer gleich sind. Genauso wie es Tatsache ist, nicht nur Männer begehen Sachen wie häusliche Gewalt oder Vergewaltigung. Das darf man bitte nicht vergessen und das ist kein lustiges Thema. Vergewaltigung, häusliche Gewalt ist in jedem Fall etwas Schlechtes und etwas, was abzulehnen ist, meiner Ansicht nach. Und da spielt es keine Rolle, welches Geschlecht da das Vergehen unternimmt. Und überhaupt, wenn du Kinder schlägst, bist du sowieso unten durch, wenn wir da jetzt auf der Schiene mal sind. Da habe ich keine schönen Worte für dich. Für mich. So, meinst du, mal weg? Mal weg wie die letzten 7 Minuten, 8 Minuten jetzt von den ersten Themen wieder zu, keine Ahnung, Baumschnurrbart. Ja, genau, ich finde halt Baumschnurrbart auch schon so beeindruckend, dass ich ihn gerade über den Kopf fühle. Am besten fand ich ja die Interaktion von Braum und Ilaoi auf dem Schiff, auf der charmanten Dame, wo sich Ilaoi ja wirklich sehr, sehr offensichtlich Braum genähert hat und Braum ja plötzlich seekrank geworden ist. Wo ich mir auch so denke, Nein, das hast du falsch verstanden, er war von Anfang an schon seekrank, deswegen stand er auch an der Reling, er wolltest du nicht zugeben, sag ich mal. Weil die Männer aus Freljord sind ja auch an hart. Oh bitte, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich glaube, dazu muss ich mich nicht äußern, weil das habe ich in mehreren Videos schon mal angesprochen. Wenn ihr euch persönlich was mit auf den Weg geben darf, dann versucht am besten, euch selbst in eurer Haut wohlzufühlen und scheißt darauf, was andere über euch denken. Ob ihr jetzt irgendwelchen Bildern gerecht werdet, kann euch scheißegal sein. Du musst halt nicht aussehen wie Braum, um ein männlicher Mann zu sein. Ja. Meiner Meinung nach. Das reicht schon, Hugh Jackman. Du kannst auch nicht unbedingt wie Pike aussehen. Da bist du ein untoter männlicher Mann, aber. Gut, nach der Definition ist Ilaoi auch ein männlicher Mann und das glaube ich nicht. Also, wenn wir jetzt so von Muscle und Körperbau ausgehen. Alter, ich rede mich heute hier im Kopf um Kragen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Frauen nicht so einen Körper haben dürfen. Ne? Ich muss ja zur Vorsicht alles irgendwie klarstellen, weil es mir unterstellen kann, dass ich irgendein Menschenfeind bin. Es gibt Tage, an denen hasse ich Menschen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Das sind so die Tage, wenn du im Einkaufszentrum gehst und einfach die Rentner wieder mit den Einkaufswagen ihre Abwehrkette aufgebaut haben und du nicht durch das scheiß Regal kommst. Das ist so einer der Tage, an denen hasse ich Menschen. Oder Wenn du ein bisschen außerhalb der normalen Ruhezeiten schlafen gehen willst, die draußen anfangen, mit dem Schlagbohrer die Straße auszuheben, dann hasse ich auch Menschen. Stänge kannst du dir ruhig geben, weil du so jetzt die ganze Zeit da die Werte vergleichst. Ich sag mal, es sind zwar 12 Stärke weniger, aber das sollte jetzt. Ja, aber sie frisst dadurch weniger Schaden und. Ja.
Da hatten wir gerade noch was Neues bekommen. Ich muss es nur finden. Was war es denn? Ich hab's. Warte, war das der Ring des Orakels? Orakel? Das wäre eher was dann wieder für den aktuellen Yasuo, den wir bauen. Den haben wir jetzt. Oder. Ne, wir haben ihn umgebaut, ne? Das ist jetzt nicht mehr so auf Haste, das ist jetzt auch auf Crit, oder? Müsste ja. Ich bin nicht mehr sicher, schon wieder ein paar Tage her, seitdem wir das gemacht haben. Ja, er hat schon Ring des Orakels. Aber dieser Ring ist halt noch ein bisschen besser. Ja, der ist so regliger als Orakel. Also. Also epischer. So, dann kicken wir doch weiter. Also ich hatte jetzt schon so eine Vorstellung, wie ich die Gruppe aufbauen wollen würde. Ist die Frage, ob du es auch so siehst oder ob du das doch lieber anders wollen würdest, weil du hast ja letztes Mal auch gesagt, du denkst eher über Illaoi als Tank nach. Ich denke, wir werden, denke ich mal, irgendwann mal einen Punkt erreichen, wo wir mit verschiedenen Ausrüstungen, verschiedenen Gruppen Komposition. Ja, das sowieso, aber ich plane halt immer eher so mit der allgemeinen Truppe, bevor wir dann zu diesen Spezialfällen kommen. Ja, also für die allgemeine Truppe habe ich persönlich kein Problem damit. So, jetzt will ich doch mal seine Dungeon-Fähigkeit versuchen und die zwei zu trennen. Denn jetzt... Ah, nee, ist trotzdem Kampf in mehreren Wellen. Ja, ich glaube aber auch einfach, weil der andere dich auch gesehen hat. Ja. Könnte mich natürlich täuschen. Das war aber auch jetzt sehr komisch, du hast dir das zurückgeschoben und angezogen. Das ist ich bin mir sicher, so funktioniert Pikes View nicht. Ich spiele Pike nicht so oft, aber das weiß ich wohl. Ja. Ich glaube, wir haben es nicht in der Hand, um zu wissen, wie Sachen in League of Legends funktionieren. Das ist das Problem, auch Riot weiß nicht, wie Sachen in League of Legends funktionieren. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Rekordzeit draufhauen, weil wir haben wieder nur 3 Minuten übrig. Mhm. Wir schaffen es in letzter Zeit eigentlich ganz gut, so die Folgenlänge einzuhalten. Ich würde gerne damit bleiben. Mhm. Aber es ist jetzt halt ein Kampf für 2 Wellen, also würde ich sagen, die Ulti müssen wir auf jeden Fall für die nächste Wave aufheben. Mhm. Dann kann jemand wie Pike da kurz den Prozess rausmachen, aber man sieht schon die neue Waffe bei Illaoi in Action, die haut jetzt auch besser rein als vorher. Und das Gift mit dem Gift und der Verbrennen und Blutung von Pike ist einfach super. Also lass ihn mal mit draufhauen, weil der müsste bald schon gestunt sein. Sind jetzt noch 2 Angriffe. Ja. Die Tentakel hauen ja auch mit drauf. Jetzt ist er betäubt. Ja, den baller ich so weg. Ja, ich denke auch. Da werden die lang gefackelt. Der letzte Schlag. Gut. Nächster Gegner kommt. Wie viele sind's? Es sind alles diese Selbstmordviecher, ne? Ja, aber dann lass Pike doch einfach mal seinen ersten Ulti-Angriff machen, wenn er gleich dran ist. So. Aber ich werde, wie heißt trotzdem. Auch die Frau draufbauen, würde ich sagen. Weil ich glaube, die Kleinen haben halt vergleichsweise weniger Leben, die sind potenziell gleich tot. Also die erste sollte, sagst du. Ja, weil es halt alle läuft. Ja, ja. Ist das Beste für die Situation. Hast schon recht. Und dass es so den Undertaker macht. Oder den Kane. Gut. Ja, sind auch beide schon fast tot. Trotzdem erst auf die Matrosen, würde ich sagen. Ja. Vielleicht geht die Nebelbombe hoch. Wenn er noch dazu kommt. Ja. So, ein Pike sollte es jetzt finishen. Wir haben sogar noch 30 Sekunden über, das heißt, wir können uns gleich außerhalb des Kampfes freudig von euch verabschieden. Versenkt! So sehe ich das auch. Sehr schön. Treffer auf die 9. So, liebe Leute. Jo. Dann. Wir bedanken uns sehr vielmals fürs Zuschauen, Zuhören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Haut rein.